Wir fangen mit dem ersten Ding an, da freue ich mich eigentlich mit am meisten drauf, dass ich euch das jetzt heute zeigen kann, weil ich denke, ich werde einer der Ersten sein, der das gerade vorstellen kann, weil das Spiel ist frisch rausgekommen. Mein Vorteil war, ich habe es schon ein kleines bisschen länger, denn ich durfte für den Verlag das offizielle Regelvideo vorab produzieren. Das könnt ihr euch dann angucken, Link unten drin, ganz entspannt. Braucht ihr euch aber jetzt nicht angucken, weil ich zeige euch jetzt erstmal einen Überblick von dem ganzen Spiel. Wir mussten noch ein bisschen warten, weil das Ganze auch ursprünglich in einem Kickstarter lief und damit jetzt alle Vorbesteller, alle Kickstarter erstmal das Game haben und ich nicht schon irgendwelche Videospoiler, ist erstmal nichts rausgekommen. Aber jetzt haben alle Leute weltweit das Spiel und jetzt kann ich es euch quasi auch zeigen. Da bin ich ganz stolz drauf, es euch zu zeigen, denn es ist ein wirklich interessantes Ding. Es ist die Neuheit von Boardgamebox freundlicherweise zur Verfügung gestellt und zwar Archives. Das Krasse hierbei ist natürlich von Antoine Bauzard, den kennen wir von Seven Wonders, den kennen wir von Draftosaurus und so weiter, genauso wie Theo Rivière. Ja, so ein ganzes Team, die vier Leute da aus Frankreich. Das Ganze jetzt frisch rausgekommen für 1 bis 5 Spieler. Ihr seht Ranking 7,98, das wäre sogar noch ein bisschen höher, wenn es beim Kickstarter nicht Probleme gegeben hätte. Das Lustige bei den Kickstarter-Problemen ist, da kann in Deutschland sowieso keiner was dafür, also das ist nicht die Schuld von Boardgamebox. Und für euch in der Retail-Version ist es euch dreimal egal, ob der Kickstarter schon vor 5 Jahren lief. Ihr kriegt jetzt ein geiles Spiel, vermeintlich. Und wir gucken es uns mal ein bisschen genauer an. So, Leute, erstmal die Schachtel. Sorry, das wird jetzt ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Das sieht jetzt hier so, ist zwar vom Cover cool aus, aber man denkt auf den ersten Blick, naja, ist halt so ein normales Spiel. Also das Problem ist, es sind 5 Kilo. Ich versuche es mal hochzuheben. Wenn ihr es von der Seite seht, dann seht ihr, oh mein Gott. Also es passt natürlich noch in ein Kallax rein, aber das ist eine Ansage, diese Box. Und nur zum Größenvergleich mal ganz kurz Klaus daneben gestellt. So groß ist Klaus. Also das ist erstmal ein Riesenspiel und ein geiles Cover, denn in welchem Setting sind wir hier? Wir haben ein Steampunk-Setting in Ägypten, was also schon mal ganz geil ist. Das Ganze quasi als Dungeon Crawler. Und jetzt stellt ihr euch zurecht die Frage, wie Dungeon Crawler 60 Minuten? Was ist denn hier los? Und das wird jetzt das Spannende daran. Schwierigkeitsgrad auch, wenn ihr vorhin aufgepasst habt, knapp über 2 laut Boardgame Geek. Also das Wort zugänglich werden wir jetzt ein paar Mal hören und ich hoffe, ich kriege den Karton auf. Oh, der ist so riesig. Ich will jetzt nichts kaputt machen vor der Kamera. Na komm, geh auf. Jetzt. Boah, schaut euch das an. So, Karton ist offen und wir gucken rein. Bis zur Oberkante voll, so muss das sein. Ein ganzer Karton voll Spiele. Ihr bekommt ein Lagerarchiv und ein Expeditionsbuch. Das ist die komplette Handlung. Das ist also sehr, sehr wichtig. Ich werde jetzt hier nichts draus spoilern. Hier drin ist quasi sind die Szenarien drin. Ihr spielt das als Kampagnen. Ihr habt 7 Kampagnen erstmal zur Verfügung. Dann gibt es noch einen Prolog. Es gibt noch einen Solo-Modus und Möglichkeiten. Schauen wir uns alles gemütlich an. Aber prinzipiell wollt ihr das Spiel wegen den Kampagnen spielen. Ihr wollt ja quasi die Story erleben. Die ist hier drin. Und je nach Story-Veränderung klebt ihr Aufkleber in dieses Büchlein rein dann. Die sind in diesem Buch drin. Die Aufkleber sind auch ablösbar. Das kennt ihr von Jaws of the Lion und so weiter. Also auch überhaupt gar kein Thema. Wenn ihr es nochmal spielen wollt, ihr könnt da drin mit Bleistift Sachen eintragen. Dann könnt ihr das jederzeit nochmal spielen. Wie das Spiel wert, werden wir heute auch auf jeden Fall drüber reden. So, Karton müsste noch ein Stück höher. Ja, das war anstrengend. Ich zoome mal ein bisschen hin, dann sehen wir es ein bisschen in größer. Was hältst du denn davon? Dann haben wir die normale Anleitung. Die musst du eigentlich nicht lesen, weil zum einen gibt es ja mein Regelerklärvideo. Jetzt zoome ich doch nochmal raus, dann ist es ein bisschen besser zu sehen. Und zum anderen ist das eher als Nachschlagewerk gedacht, wenn du nochmal Fragen hast. Hier sieht man das ganze Spielmaterial. Und das ist eigentlich ist das Coole an dem Spiel, dass es einfach ein Losspielszenario gibt. Das können wir uns jetzt auch gleich angucken. Und dann brauchst du eigentlich die Anleitung erstmal gar nicht lesen. Das kennt man so von Spielen wie Andor. Ist hier aber noch schneller, noch gestreamliner umgesetzt. Also du bist hier sofort drin in dem Spiel und brauchst das Regelwerk eigentlich nur als Erinnerungsstütze, wenn du nochmal reinkommen willst oder halt zum Nachschlagen von Sachen. So. Und jetzt geht das Ganze hier auf mehreren Ebenen los. Fangen wir mal mit der ersten Ebene an und gucken mal ein bisschen Material. Hier haben wir die ganzen Spielerbögen, das ganze Material. Ihr habt 5 Charaktere zur Auswahl. Die Charaktere haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Das sind klassische Fähigkeiten dabei, dass man bei Würfelproben eine Würfel ändern kann, mehr würfeln kann, Leute heilen kann, besser kämpfen kann. Solche Geschichten. Ihr habt hier eure Lebenspunkte. Ihr könnt in dem Spiel nicht sterben, aber ihr erlangt immer ein Trauma, wenn ihr zu viel Schaden nehmt. Das könnt ihr so ein bisschen vergleichen wie bei Arkham Horror. Das heißt, euer Charakter nimmt dann einfach auch psychischen Schaden, nicht nur physischen Schaden. Und Trauma verhindern dann zum Beispiel, dass ihr eure Aktionen in gewöhnter Qualität ausführen könnt. Ich zeige euch dann gleich mal so ein paar Trauma. Was können wir für Aktionen machen mit unseren Charakteren? Ist relativ einfach. Wir können erforschen. Wir können interagieren, quasi anderen Spielern helfen, wenn wir am selben Feld sind. Wir können kämpfen.
Klar, klassisch Dungeon Crawler und wir können uns bewegen von einer Zone in die nächste. Wenn wir dran sind, dürfen wir mal zwei Aktionen machen, dürfen auch dieselben sein. Erinnert also so ein bisschen ein Stück weit auch wieder hier so an Arkham Horror, LCG und so weiter. Besonderheit ist, ihr könnt die Charaktere umdrehen, denn es ist so ein Prolog dabei, dann spielt ihr quasi die Wächter, dann spielt ihr quasi die Bösen und verteidigt gegen die Guten das Ganze. Das ist quasi so ein Epilog, den ihr auch mal öfters spielen könnt. Der ist losgelöst von der Kampagne und dann gibt es, wie gesagt, noch den Kampagnenmodus. Diesen Charakter hier, diesen Robert Pierce, den könnt ihr auch umdrehen. Dann wird er zu so einem jungen Robert Pierce. Sieht ein bisschen aus wie so ein Indiana Jones Verschnitt. Und das ist ganz witzig. Das ist so ein Crossgrade zu Monster Slaughter. Ist auch bei Boardgamebox rausgekommen. Falls ihr Monster Slaughter habt, da gibt es diesen Charakter und ihr könnt dann die Figuren von Monster Slaughter mit benutzen in dem Spiel. Ist aber nicht so schlimm, wenn ihr die Figur nicht habt. Ihr könnt den Charakter trotzdem spielen. Nehmt halt einfach eine andere Figur. So einfach ist das. Auch besonders zu den Spielern ist, dass jeder einen Rucksack bekommt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Alles, was wir sammeln an Kartenfähigkeiten, an Tokens etc., wird während dem Spiel und nach dem Spiel in diesen Rucksäcken aufgehoben. Ihr seht, die sind natürlich noch leer, weil wir müssen ja von vorne anfangen. Und das Coole ist, wenn ihr das nächste Szenario startet, dann macht ihr einfach den Rucksack auf, legt die Sachen raus und könnt sofort wieder anfangen. Das ist also eine super Speichermöglichkeit und dadurch könnt ihr auch Charaktere wechseln. Das ist jetzt nicht unbedingt empfohlen, würde ich mal sagen, aber falls neue Spieler dazukommen oder ihr wollt mal einen anderen Charakter ausprobieren in der nächsten Kampagne, dann lasst ihr halt die Sachen von dem einen Charakter in den Rucksack, nehmt euch einen neuen Rucksack und so weiter und das passt. Passen da die Karten auch gesleeved rein? Ja, die passen auch gesleeved rein. Das ist eigentlich ganz cool. Zusätzlich gibt es noch einen Rucksack, der für die ganze Gruppe gilt. Da werden die Sachen gesammelt, die so die Gruppe sammelt. Geld, Erfahrungspunkte etc. Eigenschaften. Dann gibt es hier einen Schwung an Tokens. Das sind Sachen, die man erkunden kann. Schauen wir uns dann gleich mal an. Nehme ich mir ein bisschen raus. Es gibt so Geld, kann man einfach sammeln, kann man sich später zwischen den Szenarien einfach bessere Karten kaufen. Es gibt diese Lebenspunkte, da kann man auch Vergiftungen kassieren. Es gibt so ein paar Sondertokens und so weiter. Hier gibt es so ein paar Vergiftungsmarker, Portalmarker etc. Und dann ganz wichtig sind hier, ich sage immer Wahnsinnsmarker, das ist natürlich vollkommen falsch. Das ist ja bei Arkham Horror, aber ihr habt hier diese Marker und die geben die Schwierigkeit des Szenarios an. Also je nach Spielerzahl habt ihr eine unterschiedliche Anzahl von diesen Tokens, mit denen müsst ihr immer wieder was machen. Und das Problem ist, wenn euch die Tokens ausgehen, dann verliert ihr ein Szenario. Das ist also quasi euer Zeittrack, gegen den ihr die ganze Zeit anspielt. Hier seht ihr die Trauma. Das sind einfach auch Karten. Das heißt, wenn du zu viel Schaden nimmst, kriegst du ein Trauma. Trauma kann zum Beispiel bedeuten, dass jetzt die blaue Fähigkeit schlechter funktioniert oder du irgendwie einen Würfel weniger hast oder nur noch maximal eine Aktion jede Runde machen darfst oder immer noch einen Schaden nimmst, wenn du kämpfst und so weiter. Also das ist wirklich sehr schön. Wieder schönes Insert, war bei Old Tree auch schon so nice. Gut, bei Old Tree hast du ja alles in Pappe. Hier hast du es ja in Plastik, aber es passt alles schön rein. Genau. Dann gibt es so XP-Marker. Auch die sammelt man im Laufe des Spiels. Die kann man dann zwischen den Runden benutzen, um sich so Fertigkeitskarten zu holen. Da hat jeder Charakter gewisse Fertigkeiten und die kann man sich dann einfach für die XP-Punkte kaufen und hat halt dann einfach seinen Charakter hochgelevelt, dann kann der halt besondere Sachen, was weiß ich hier zum Beispiel, Rebecca kann zwei Objekte gleichzeitig ausrüsten, nicht nur eine. Das heißt, die hat jetzt irgendwie eine dritte Hand dazu bekommen, kann das machen. Dann seht ihr schon die Custom Dice für alle Freunde von schönen Würfeln. Gibt die in Schwarz und in Weiß. Schwarz ist für die Kampfproben. Je nach Kampf können unterschiedliche Sachen passieren, aber prinzipiell ist es in aller Regel so, dass der grüne Pfeil einfach sagt, hey, du machst einen Schaden. Der gelbe sagt, ja, vielleicht machst du einen Schaden, je nach Monster, aber kriegst selber vielleicht auch einen Schaden. Manchmal machen die Monster dann irgendwas Besonderes oder die Kreaturen. Das ist immer schlecht, wenn es kommt, weil dann hast du daneben geworfen. Und das ist ein Joker. Bei einem Joker hast du die Möglichkeit, dass du einfach eine von diesen Marken abwirfst, was natürlich schlecht ist. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn die Marken dir ausgehen, hast du das Spiel verloren. Aber dann kannst du den Joker benutzen und kannst ihn auf jede Seite drehen. Das heißt, im Endkampf kann es ja mal ganz gut sein, nochmal die wegzuwerfen und einfach nochmal Schaden zu machen. Und gleiches Spielchen hier, das ist so für Untersuchungsproben. Da sammelst du halt unterschiedliche Icons, je nach Karte passieren halt dann unterschiedliche Sachen in der Story. Auch hier gibt es den Joker und auch hier gibt es ein Missglückssymbol. Einfach ist das Ganze. Die Sachen, die ihr hier würfelt, dürft ihr auch teilweise ins Expeditionsbuch eintragen. Ich mache mal das hier auf so einer Seite auf. Und das Coole ist, dann streicht ihr das hier ab und wenn ihr gewisse Spalten oder Reihen vollkriegt in eurem Szenario, dann kriegt ihr auch die Boni hier. Also zum Beispiel Geld, XP-Punkte oder auch hier neue Gegenstände, die könnt ihr euch dann raussuchen. Teilweise hast du auch dann Gegenstände, die hinten in euer Lager kommen. Dann habt ihr quasi zwischen den Episoden auch nochmal die Möglichkeit, gewisse Sachen zu machen. Also ihr levelt euch hoch, wie ihr es von anderen Spielen halt aus solchen Genren auch kennt. Bei den Gegnern ist die Besonderheit, also erstmal schaut euch mal die coolen Karten an. Richtig geiles Artwork, oder? Das ist sensationell. Guck
euch die coolen Charaktere an, die da so auftauchen können. Wenn ihr gegen Charaktere im Kampf seid zum ersten Mal, dann zieht ihr per Zufall eine von diesen Karten und die sind dann so aufgebaut, die erzählen euch dann quasi, was passiert im Kampf, wenn ihr gewisse Sachen würfelt, welche Effekte gibt es da. Ich gehe mal ein bisschen näher ran hier. Mal funktioniert hier, seht ihr das. Halte eine Verletzung, besiege einen Schlangenknoll, bewegen. Die halten dich zum Beispiel auf, du kannst gewisse Aktionen nicht mehr machen, dann bist du vergiftet von den Schlangen und so weiter. Und das ist halt ein Zufallsprinzip. Das heißt, jeder von euch, der mit einem Gegner im Kampf ist, kriegt per Zufall eine andere Karte und das heißt, jeder Kampf verhält sich ein kleines bisschen anders. So kommt hier ein bisschen, sagen wir mal, nicht Zufall rein, aber ein bisschen Unvorhergesehenes, weil du kannst dich nicht unbedingt auf die Monster einstellen, weil die sich immer auch anders verhalten. Kartenqualität auch super, das hat so ein Leinenfinish. Also die musst du auch nicht sleeven, die hältst du ja eh nicht in der Hand. Also alles gut. Du hältst sowieso keine der Karten wirklich in der Hand. Damit, also für alle Sleeve-Fetischisten musst du eigentlich nicht sleeven das Spiel, aber kannst du natürlich. So, jetzt packe ich mal hier den ersten Schwung schon mal ein und zeig euch die nächste Etage von dem Ganzen. Ich wundere, wenn das jetzt vielleicht nicht richtig reinpasst. Ich bin jetzt so ein bisschen, die ist proppenvoll, die Box, und ich mache die jetzt eher schnell zu gerade. So, die nächste Etage ist das Szenario. Schaut mal an, wie viel da immer noch drin ist in der Box. Hier drinnen kommen jetzt die ganzen Szenarien auf euch zu. Ich hole mal das hier raus. Das drunter zeige ich euch noch nicht. Ihr dürft noch nicht gucken. Da gibt es keine Minis, oder? Wir haben keine Minis gesehen. Hier sind die ganzen Szenarien drin. Ihr habt zum einen hier die Episode 0. Das ist richtig intelligent gemacht. Die Episode 0, die könnt ihr einfach direkt losspielen. Die wird euch im Expeditionsbuch auch Schritt für Schritt erklärt, welche Aktionen erstmal jeder machen soll. Also ihr werdet da so durchgeführt. Ihr kennt das von so Spielen wie Andor oder so. Das heißt, du lernst hier sofort kennen, wie das Spiel funktioniert. Es ist wirklich extrem einsteigerfreundlich, familienfreundlich. Und hier drin sind halt unterschiedliche Gegenstände. Ich will euch jetzt gar nicht spoilern. Ich will einfach nur zeigen, wie das Prinzip ist. Du hast hier immer Symbole und Farben auf diesen Karten und erstmal darfst du dir die Karten gar nicht angucken. Und später, das werden wir dann sehen, wenn wir durch die Pyramiden und so weiter laufen, kannst du halt gewisse Sachen erkunden. Und wenn da so ein Symbol drauf ist, ja, dann darfst du halt so eine Karte umdrehen. Ich drehe jetzt die nicht um, ich gebe euch mal irgendeine andere. Und dann findest du halt Sachen. Zum Beispiel findest du jetzt hier eine Peitsche. Das ist doch geil. Da ich euch mal in groß. Ja, findest du eine Peitsche. Du kannst einen Würfel bei einem Wurf mit Kampfwürfeln erneut würfeln. Und die legst du halt an dein Playerboard an. Deswegen ist die rot. Das heißt, bei einer Kämpfenaktion bist du jetzt stärker, weil du diese Peitsche hast. Und die kannst du natürlich behalten. Die nimmst du in deinen Rucksack, kannst du dann in jedem Szenario benutzen. Und so levelst du halt deine Charaktere auf. Hast halt eine Peitsche gefunden. Und für jedes Szenario sind halt hier die ganzen Karten drin. Und es gibt auch den Hut, Don Quixote. Ohne zu spoilern, musst du mal bei Boardgamebox gucken. Die haben ein Posting gemacht auf Instagram. Da war das Indiana Jones Outfit. Und dann hast du hier noch dieses Sonderszenario, wo du quasi die Wächter spielst. Da ist dann ein bisschen mehr Zeug drin. Da kommen halt hier auch dann Kampfkarten hinzu, wo quasi die jetzt Helden dann einfach zum Räuber werden und so weiter. So. Das ist hier alles drin. Dann eine weitere Besonderheit sind diese Plastikteile. Was das ist, das wird jetzt super spannend. Deswegen tue ich schon mal ein paar raus. Den Rest können wir aber auch hier wegtun. Habt ihr jetzt gesehen. Nächste Etage. Ja, liebe Mini-Fetischisten, jetzt müsst ihr ganz stark sein, denn da sind leider richtig gute Minis dabei. Ich tue mal einfach gleich mal noch ein paar raus. Ich spoilere euch auch nicht. Da sind also keine geheimen Minis oder so dabei. Dann können wir uns die jetzt mal in aller Ruhe gemütlich angucken. Es ist auch so, dass der Painted Troll, den kennt ihr hier bei mir in der Community, der bemalt diese Figuren gerade auch. Das heißt, da gibt es auch schon die ersten Bilderchen auf Instagram zu sehen. Und wenn ihr auf die Spiele in Essen geht, soweit ich gehört habe, wird er da auch vor Ort sein. Dann könnt ihr euch die gemalt auch angucken. Und ich nehme mal gleich wieder so eine größere raus. Ich zeige euch das mal hier, so eine Schlange hier, Leute. Alter, ist das abartig, oder? Hallo Minimaler, guckt euch die mal an. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Oder hier so ein Skorpion. Da ist er doch, der Skorpion. Guckt euch den mal an. Der nicht geil. Oder hier auch noch hier so ein Mech-Typ. Wenigstens hier kriegst du dieses Cyberpunk-Feeling auch, wenn du dir den hier anguckst. Ja, guck mal, schau. Da hast du also richtig Bock beim Bemalen. Das macht richtig Laune. Und da habt ihr natürlich Minis ohne Ende dabei. In unterschiedlichsten Stärken und je nach Szenario kämpfen die natürlich unterschiedlich und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch immer stärkere Bosse und so weiter. Den noch nicht mal. Dio ist der riesig. Guckt euch mal diese riesige Mini an. Das ist schon geil, oder? Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Ich bin jetzt nicht der Profi, was Minis angeht, aber ich würde mal sagen, die machen sich für alle, die Bock zum Bemalen haben, schon richtig geil im Regal. Das ist schon gutes Zeug. Auch von der Größe her haben die einfach auch eine ordentliche Größe. Es gibt keinerlei Standys in dem ganzen Spiel. Also wir gucken auch die Retail-Version. Also ich kann es nochmal sagen, wir schauen hier nicht irgendwelche Kickstarter-Exclusive-Stretch-Goals-Geschichten. Das ist das Spiel im Laden. Und dann habt ihr noch natürlich eure Helden. Die lasse ich jetzt einfach mal hier drin. Können wir die nochmal kurz angucken. Schauen wir mal, was es schafft. Ja, da sind die Helden. Die fünf verschiedenen Figuren. Auch die könnt ihr natürlich bemalen. Die haben hier einfach so eine gelbe Farbe. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinen mache.
mache. Ihr wisst, ich bin ein ganz schlechter Mini-Bemaler. Vielleicht wasche ich die mir auch nur. Muss ich mal gucken. Weil zum jemanden bemalen lassen sind es halt zu viele Minis. Das kann ich mir nicht leisten. Und selber bemalen, da bin ich, glaube ich, nicht gut genug. So, dann räumen wir das nächste Zeug weg. Aber das war immer noch nicht alles. Denn jetzt bauen wir uns natürlich, also ich kann auch hier kurz zeigen, das ist so ein Sonderszenario, was dabei ist. Diese Karten hier. Das ist fürs endlose Spiel. Ist eigentlich auch relativ einfach erklärt. Du nimmst eine gewisse Anzahl an Karten, auch mit unterschiedlichen Wertigkeiten, baust dann hier so ein Deck zusammen und per Zufall quasi läufst du dann durch eine Pyramide durch, die du erkundest. Das heißt, halt falsch gebaut, so rum gehören die Karten. Das heißt, du hast dann hier ein Gebiet, was immer aufgedeckt wird. Du hast Fallen, die immer passieren. Du hast Gegner, die immer passieren. Und das Lustige ist, nicht alle erscheinen, sondern du würfelst noch ein bisschen aus. Dadurch negiert sich was. Und auch nur, wenn es hier so eine Verbindungslinie gibt, werden die Sachen aktiv. Das heißt, da ist dein Endlos-Modus, wo du das Spiel quasi immer weiterspielen kannst. Die Frage ist natürlich, wie reizvoll das dann für dich ist. Das musst du dir natürlich selber überlegen. Ich sag mal, die Kampagne ist das Spannende. Und wenn dir die Kampagne aus geht, gibt es 3 Erweiterungen aktuell zu kaufen. Ich denke mal, da kommt vielleicht sogar noch mehr. Ist halt die Frage, ob du das freie Spiel überhaupt jemals spielst, aber wenn du es spielen möchtest, ist es dabei. Mal schnell einen Quickshot spielen, 60 Minuten, ist am Start. So, und jetzt das, was das Spiel eigentlich nochmal super besonders macht im Vergleich zu anderen Spielen, das ist das Terrain, was wir jetzt aufbauen können. Das ist super schlau gemacht, weil es auch nicht überproduziert ist, sondern eigentlich ganz clever. Und zwar habt ihr diese Pappschachteln hier. Die sind bedruckt und zusätzlich zu den Pappschachteln gibt es hier drin auch einfach doppelseitige Bögen mit unterschiedlichem Terrain, auf dem man sich befinden kann. Also in der Wüste, in einem Tempel und so weiter. Und zoom mal so ein bisschen raus. Und das ist sehr clever gemacht, weil das alles so ineinander gestülpt ist. Und je nach Szenario und so weiter baut man halt hier jetzt so Räume auf, so 3D-Terrasse, durch die man durchläuft. Und dafür sind diese Gegenstände, denn das sind quasi Türen. Und jetzt verbindet man das Ganze mit Türen. Und eine Erkundenaktion kann eben auch sein, so eine Tür aufzumachen. Und jetzt wollte ich euch das Erkunden ja nochmal zeigen. Ich zeige euch das einfach. Hier liegen dann einfach so Plättchen aus. Und jetzt kann man, wenn man möchte, hier in dieser Zone etwas erkunden. Nämlich das, was hier auf diesem Plättchen drauf ist. Und dann sucht man diese Karte und macht halt, was auf dieser Karte drauf ist. So. Also ganz, ganz easy, ganz einfach, ganz visuell. Und mit den Türen auch total simpel. Da gibt es diese besonderen Tokens. Auch die haben dann immer passende Karten und wenn du so eine Tür aufmachen möchtest, dann holst du dir die entsprechende Karte. Manchmal geht so eine Tür automatisch auf, mal musst du einen Schlüssel finden, mal musst du mit einer Brechstange irgendwas durchrammen und so weiter. Und dann geht so eine Tür auf und so erkundest du halt hier dieses ganze Terrain. Und das sieht natürlich super immersiv aus mit dieser 3D-Optik. Das kommt jetzt nur bedingt drüber, weil ich es euch jetzt hier von oben zeige. Aber am Tisch müsst ihr das euch halt so ein bisschen in dreidimensional vorstellen. Da läufst du durch und dann hast du halt hier auch je nach Szenario kommen halt hier unterschiedliche Räume dazu. Ich kann euch jetzt leider die Handlung einfach nicht erzählen, weil ich euch einfach nicht spoilern möchte. Das sollt ihr einfach selber erleben. Aber vertraut mir, die Handlung ist nicht lauf durch die Gebäude, finde ein Monster, töte es. Das ist nicht die Handlung. Es ist einfach eine Story dahinter, die auch, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt, den ich euch sagen möchte. Das Ganze ist ja ursprünglich auf Französisch rausgekommen, natürlich auch auf Englisch erhältlich und jetzt hier auch deutsch lokalisiert durch Boardgamebox. Und die haben da nicht einfach nur eine Übersetzung gemacht, sondern die haben hier wirklich sehr coole Redakteure eingesetzt, die einfach auch sprachgewandt hier einfach eine Story reingebracht haben oder die Story, die schon da war, halt super umgesetzt haben. Ich möchte nochmal hier, habe ich schon im Stream gemacht, ich möchte einfach mal den ersten Absatz von der Einleitung lesen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie die Story so ist. Paris, 15. Arrondissement, Januar 1936. Der Kurier, der vor dir steht, hält dir ein braunes, in Papier eingewickeltes Paket entgegen. Unter seiner Kappe zeigt der rotwangige, mit Sommersprossen übersäte Junge ein breites Lächeln. Trotz seiner Jugend überragt er dich um einen ganzen Kopf. Ach, wie frech von ihm. Du bedankst dich und wirfst ihm einen Franc zu. Er pflückt die Münze aus der Luft, schwingt sich auf sein Fahrrad und braust in die eisige Winterkälte davon. Ihr merkt schon anhand der Wörter, das ist nicht durch ChatGPT übersetzt oder DeepL, sondern das hat ein Mensch geschrieben. Das heißt, das macht auch Freude zu lesen. Hier passiert Dinge. So, hier ist eine Story dahinter. So, ich habe euch das gesamte Material jetzt so im Schnelldurchlauf gezeigt. Es gäbe viel mehr zu zeigen, ist schon klar. Wir müssen jetzt, weil es ja nicht nur eine Spielvorstellung sein soll, aber bei dem Game, ich muss euch erstmal das Material zeigen, kommt jetzt ja erstmal. Wie finde ich es? Weil bisher kannst du sagen, hey, Basti gekauft, mach das Regelvideo. Wie sieht's jetzt aus? Was ist dein Fazit von dem ganzen Ding? Und ich komme mal mit den positiven und den negativen Aspekten aus meiner Sicht. Der positive Aspekt aus meiner Sicht ist ganz klar, ich mag Antoine Bauser total gern. Und das Wort zugänglich ist hier allgegenwärtig. Er ist eben nicht einer, der komplizierte Spiele macht, sondern jemand, der einfache Spiele macht. Und das Spiel ist einfacher als Andor zum Starten.
Also ich habe heute eine Runde Andor mit meinen Kids gespielt, tatsächlich kein Scherz. Und allein der Aufbau hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht und die Regeldetails und bla bla bla. Arkai spielt sich viel schneller. Viel schneller. Es dauert auch wirklich nur 60 Minuten. Das klingt jetzt so, oh ja, schade, ich hätte es gern länger. Ja, dann spiel halt noch ein Szenario. Du musst ja nicht nur eine Kampagne spielen, du kannst ja weiterspielen. So, aber ist ja geil, dass so ein Häppchen nur 60 Minuten sind. Das heißt, es ist eben nicht ein abendfüllender 4 Stunden Dungeon Crawler mit Hardcore-Regeln. Sondern im Gegenteil, das ist was Familientaugliches. Ich würde sagen, wenn du eine Familie bist, die Sachen wie Karak schon spielen konnte, Sachen wie Andor, wie Robin Hood und so weiter spielen konnte, so diese ganzen Geschichten, vielleicht sogar Jaws of the Lions. Da bist du sogar schon vielleicht überqualifiziert, weil Jaws of the Lions deutlich komplexer an manchen Stellen ist, aber unnötig komplexer. Bei mir ist Jaws of the Lions rausgeflogen, weil es einfach nicht so viel Freude macht. Arkais geht deutlich schneller. Das Setting ist schön, die Story ist toll, die Charaktere sind passend. Ja, das funktioniert alles ganz gut. Sieht cool aus. Was mich stört, aber das ist natürlich immer so bei Kampagnenspielen, du kannst nur bedingt die Kampagne nochmal spielen. Also prinzipiell gibt es Sachen, die sind random jedes Mal. Das heißt, dann per Zufall ist jetzt wieder ein Gegenstand da oder nicht. Auch ist immer die Frage, wie würfelst du? Aber bei manchen Sachen weißt du schon, scheiße, lass lieber nicht dahin gehen, weil da passiert was Dummes, wenn wir das machen. Da verlieren wir vielleicht Zeit. Und so ist das Spiel eigentlich nicht gedacht. Das Spiel ist so gedacht, dass du, wenn du ein Szenario verlierst oder eine Runde, dass du weiterspielen kannst, weil du halt dann nur ein negatives Erlebnis hattest, aber du verlierst nicht. Du kannst immer weiterspielen, das Game. Und da muss man sich ja drauf einlassen. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsart zu spielen, weil ich natürlich wechselnde Runden habe und nicht unbedingt eine feste Runde, mit der ich dann Arkais durchschroten könnte. Wenn ihr eine feste Runde habt beispielsweise, dann ist das super, dann ist das für euch überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr andauernd Spieler wechselt, dann wollt ihr ja am liebsten mit der Kampagne spielen und nicht mit dem freien Spielmodus. Ja, weil, sind wir ehrlich, wer sich das Spiel holt, der sucht es nicht wegen dem freien Modus etc. Von daher, da ein bisschen gucken, was du für eine Spielrunde hast. Das ist jetzt kein echtes Manko, aber bei mir ist das auf jeden Fall etwas, wo es für mich schwieriger ist, das Spiel zu spielen. Dann ein wichtiger Punkt auch, es gibt einen Solo-Modus, den habe ich auch getestet. Ich sage es euch ganz ehrlich, das Spiel lebt nicht davon, dass ihr Solo spielt. Aus meiner Sicht ist es kein Solo-Game. Ihr könnt es Solo spielen, es spielt sich mechanisch einfach und so weiter, aber das Erlebnis kommt schon deutlich mehr durch, wenn du es mit Leuten am Tisch spielst. Die Immersion lebt von der Interaktion. Von daher ist nett, dass man Solo spielen kann, dann spielst du es wie so ein Tower Defense zum Beispiel. Du kannst es auch so Pseudo-Solo spielen. Es ist ja kompetitiv, das heißt, du kannst ja auch einfach 2 oder 3 Charaktere selber spielen. Aber ich sag euch aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Solo-Spieler, aber ich, also vielleicht gibt es Solo-Spieler, die da Freude dran haben, weiß ich nicht. Ich, wenn ich Solo spiele, würde bei dem Spiel sagen, ja schade, jetzt erlebe ich so eine geile Story und jetzt sitze ich hier ganz allein. Das ist wie einen geilen Kinofilm alleine gucken. Da möchte ich doch eine Frau im Arm haben und eine Tüte Popcorn und so, weißt du? Also das ist für mich ein Gruppenerlebnis, dieses Arc. Was sensationell war, ist, dass ich es mit meinen Kindern spielen konnte und die waren hin und weg, die hatten Freude. Ja, mein Kleiner ist 8 Jahre alt. Klar kommt er aus der Brettspielfamilie, aber der hat dieses Spiel spielen können. Der hat da mitspielen können. Und der tut sich bei Andor deutlich mehr schwer. Also das heißt, hier gibt es eine Zugänglichkeit. Da kommen wir zu dem Manko, was es vielleicht für den Hardcore-Vielspieler, der jetzt Nemesis im Schrank hat und Gloomhaven und sonst irgendwas, der wird hier natürlich, sagen wir mal, aus seiner Sicht einen Kindergeburtstag bekommen. Der wird sich definitiv an den tollen Minis erfreuen und an dem Setting und so weiter, aber der wird spielmechanisch natürlich komplett unterfordert. Ja, der will Würfelschlachten, Zettelschlachten, sonst irgendwas. Das gibt's da alles nicht. Ja, also das spielt sich locker flockig wie ein Arkham Horror runter. Deswegen, glaube ich, wird der ein oder andere Hardcore-Spieler, wenn er es sieht und sich denkt, boah, krass, geil, Dungeon Crawler-Setting gefällt mir, vielleicht vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen abgeturnt sein, weil nicht, dass das Spiel einfach ist. Hey, das Spiel fickt dich, sage ich euch ganz ehrlich. Also das ist ein tightes Game, die Gegner sind schwierig, aber die Regeln sind halt so bomben einfach. Also wer nicht damit klarkommt, dass es nur 2 Seiten Regeln gibt, der wird enttäuscht. Das ist einfach so. Also da bin ich mal gespannt, wie da viele Spieler drauf reagieren werden. Ich kann euch auch nicht sagen, ob die Erweiterungen das vielleicht noch dann komplexer machen, schlimmere Regelsets, aber rein so vom Grundregelwerk her wirklich ist das in 10 Minuten gelernt und losgespielt. Das ist Vorteil und wie gesagt Nachteil. Müsst ihr für euch halt entscheiden. Und dann letztes Thema, da bin ich mir auch noch unschlüssig, weil ich habe ja schon relativ viel davon gespielt, um halt auch ein gutes Regelvideo dazu zu machen. Ich habe es in unterschiedlichen Spieleranzahlen gespielt und ich muss sagen, es balanciert sich anders, je nach Spieleranzahl. Das heißt, ich kann euch sagen, wenn ihr es zu zweit spielt beispielsweise, finde ich das Spiel deutlich schwieriger als zu dritt bzw. zu viert. Es ändert sich zwar die Anzahl von den Tokens, so, das heißt ja prinzipiell
prinzipiell mehr Zeit. Aber in aller Regel habt ihr trotzdem ungefähr dieselbe Anzahl an Monstern. Stimmt nicht immer, manchmal passt sich die Anzahl der Gegner so ein bisschen an der Spieleranzahl an. Aber häufig passiert es, dass du eine Karte umdrehst, heißt, jetzt erscheinen 3 Monster. Und die erscheinen halt, ob du jetzt das Spiel alleine, zu zweit oder zu viert spielst. Und das heißt, mit mehr Leuten ist es aus meiner Sicht ein kleines bisschen einfacher, weil sich der Schaden ein bisschen besser verteilt. Und wenn sich der Schaden ein bisschen besser verteilt bei den Kämpfen, nimmst du natürlich weniger Trauma. Und die Trauma sind wirklich ätzend. Also das Trauma tut richtig weh. Und da gibt's halt, also du wirst in dem Spiel relativ schnell ziemlich auf die Mütze kriegen. Was erstmal ja cool ist, dass du gefordert bist und so weiter. Aber deswegen glaube ich, meine Empfehlung, wenn ihr das zum ersten Mal spielt, probiert es vielleicht sogar in der Vollbesetzung aus. Also probiert es ruhig mit 4, 5 Leuten, weil das Spiel bleibt trotzdem fluffig, was Entscheidungen angeht. Ihr werdet nicht viel Downtime haben. Ihr werdet trotzdem die Freude und die Immersion haben. Ich kann mir vorstellen, dass es zu zweit vielleicht einfach für euch ein bisschen tougher wird. So, das ist so das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Wie gesagt, dieses Balancing ist nicht immer so. Also manche Karten sind so, dass es je nach Spieleranzahl Gegner erscheinen, aber manchmal kommen halt auch einfach, also du kannst ja einen Gegner nicht durch eins teilen. Also wenn da ein dicker Gegner kommt, dann kommt da ein fetter Gegner. Ja, bist du zu zweit, ist es anders vom Kampfgefühl, als wenn du zu fünf bist. Und last but not least gibt es natürlich auch einen Moment, der ist bei mir in der Runde auch aufgetaucht. Der ist klassisch bei solchen Spielen, aber auch das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Du kommst manchmal dir vor, dass du, dass dein Zug ein bisschen verschwendet ist. Und zwar an so Stellen, wenn du vor einer Tür stehst und die geht nur auf, wenn einer mit dem Schlüssel da ist. Jetzt ist der Typ mit dem Schlüssel aber ganz woanders gerade hingelaufen. Und jetzt kommt der Klassiker. Du hast ja nur 2 Aktionen. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen, bis sich die Gruppe irgendwie wieder findet und so weiter. Das ist aber bei den meisten Spielen, die ich in dem Genre gespielt habe, immer so. Und du bist halt auch als Spieler dann selber schuld, dass so eine Situation passiert, weil ihr euch als Gruppe halt, kennen wir alle, das Beste, was man erstmal machen kann, ist, sich als Gruppe zu trennen. Dann lebt man länger, ganz genau. Also das heißt, man war natürlich selber schuld, dass man nicht gemeinsam geblieben ist. Das heißt, jetzt ist der den Schlüssel hat, idealerweise in einer völlig anderen Ecke. Und dann hast du halt so 1, 2 Runden, die sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlen, weil du eigentlich nicht richtig was machen kannst, weil du jetzt eigentlich nur drauf wartest, dass wir jetzt mit dem scheiß Schlüssel endlich vor der Tür stehen und dann geht's endlich wieder weiter. Also es ist klar, die Story ist ein Schlauch. Also ihr habt natürlich die ein oder andere Entscheidung, die ihr so treffen könnt, aber die Szenarien laufen immer auf ein gewisses Ende so ein bisschen zu. Das heißt, das ist kein Open-World-Spiel, wo es jetzt egal ist, wo du hinläufst und irgendwo passiert schon immer was, sondern wenn du halt in die falsche Richtung läufst, dann läufst du halt weg von der Handlung. So, und dann passiert halt auch nichts. Also als Gruppe vielleicht ein bisschen eher zusammenbleiben, ein bisschen strategischer denken. Wenn ihr da Profis in dem Genre seid, bin ich ja wahrscheinlich einfach gar nicht. Dann funktioniert's. So, ich habe euch alles gesagt. Ab sofort gibt's das Ding im Handel. In Essen könnt ihr es euch angucken, schön bemalt. Danke auch nochmal an alle, die auch schon zurückgeschrieben haben, dass ihnen das Regelvideo so schön gefällt. Schreibt es gerne Boardgamebox. Die freuen sich da auch. Ist ja auf ihrem Kanal das ganze Zeugs erschienen. Und wenn ihr das mal antesten wollt, dann schaut in Essen doch vorbei. Ich kann natürlich nur am Ende ein positives Fazit ziehen. Ihr kennt wie immer mein altes Dilemma. Jetzt habe ich hier natürlich einen bezahlten Job gemacht in Form von einem Regelvideo. Das heißt, ich werde mich heute mal wieder enthalten, das Spiel als offizielle Empfehlung auszugeben. Aber kurzer Augenzwinkerer unter uns Gebetsschwestern. Das ist natürlich ein interessantes Game. Also das müsst ihr euch angucken. Das ist jetzt kein Impulskauf wahrscheinlich, weil natürlich da ein Preisschild daneben steht, der für die Packung auch gerechtfertigt ist. Deswegen schaut es euch doch in Ruhe an. Ihr könnt ja jetzt bei mir hier, habt ihr es gesehen, ihr habt das Regelvideo, ihr werdet bei den ersten Creatoren sicher das Video sehen, ihr könnt es euch in Essen angucken. Wenn ihr da immer noch am Zögern seid, wenn ihr sagt, boah, das ist mir vielleicht zu viel Geld, um einfach nur mal so in die Luft zu schießen, dann schaut es euch in Essen an. Ansonsten, ganz ehrlich, ich bin absolute Zielgruppe von diesem Game. Sage ich euch ganz ehrlich, ich bin absolute Zielgruppe von diesem Game, weil ich habe Kinder in dem passenden Alter, ich liebe ein Setting, was eben nicht Sci-Fi ist und nicht Arkham-Setting und sonst irgendwas. Und ich spiele super gern Arkham Horror beispielsweise, vielleicht das auch noch abschließend. Und Arkheis würde ich am ehesten mit Arkham Horror LCG vergleichen. Durch diese Wahnsinnsmarker-Trauma-Geschichte fühlt es sich nicht mechanisch und so weiter, nicht vom Setting, aber so von der Atmosphäre am Tisch, von den Entscheidungen, die man zusammentrifft, fühlt es sich eigentlich wie ein Arkham Horror LCG an. Nur, dass du halt hier nicht auf lahme Karten starrst, sondern ein geiles Szenario vor dir liegen hast mit einer coolen Story und coolen Figuren. Also, und wenn ich überlege, dass mein Arkham Horror LCG bisher, glaube ich, das 5-fache dessen gekostet hat, was Arkheis kostet, ja, dann würde ich auch mal kurz sagen, eigentlich ist es nicht teuer, Leute. Also, bei mir hätte es einen Top gegeben, aber gebe ich nicht. Und bei euch gibt es halt dann einen Top. Schreibt mir in die Kommentare doch einfach, was ihr von Arkheis habt. Hui, das war aber jetzt eine lange Eskapade, aber ist halt auch viel Spiel. Du kriegst einfach nicht genug von diesem geilen Dude mit Hut. Kein Problem.
Hier gibt es einfach weitere Videos von mir, kann ich dir sehr ans Herz legen. Wenn du mich nicht mehr sehen möchtest, auch kein Problem. Hier drunter findest du ein Video aus meinem Netzwerk, was mir gefällt. Und wenn du mir was ganz Liebes tun willst, dann klickst du hier. Kurzes Abo kostet dich kein Geld und macht mich so richtig glücklich. Tschüss.